wieder Thomas in Streets of Curiosity. Und in der heutigen Episode der Star Trek Chronologie kommen weitere drei Episoden der zweiten Staffel von Star Trek The Next Generation. Und dann leg ich los. Hotel Royale ist die 12. Episode der zweiten Staffel von Star Trek The Next Generation. Diese Folge spielt etwa 10 Tage vor der Episode Die Zukunft schweigt. Damit haben wir Mitte Mai 2365 für diese Episode. Das Raumschiff Charybdis startet von der Erde. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Hotel Royale und das Datum, der 23. Juli 2037, wurde in der Episode genannt. Colonel Stephen G. Ritchie vom irdischen Raumschiff Charybdis verstirbt auf dem Planeten Theta 116-4. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Hotel Royale und dort wurde gesagt, dass Colonel Stephen G. Ritchie seit 183 Jahren verstorben ist. Die Ikonia-Sonden ist die 11. Episode der zweiten Staffel von Star Trek The Next Generation. Und diese Episode ist immer noch im 10-Tages-Rhythmus und damit 10 Tage vor der Episode Hotel Royale. Und damit haben wir Anfang Mai 2365 für diese Episode als Datierung. Die Ikonianer erforschen die Galaxie. Dieses Ereignis stammt ursprünglich aus der Episode Die Ikonia-Sonden, wurde später aber auch in der Episode Die Abtrünnigen erwähnt. Und in beiden Episoden wurde gesagt, dass es 200.000 Jahre vor den Episoden stattfand. Jetzt wieder ein historisches Ereignis, die Geburt von Stephen Hawking. Dieses Ereignis bzw. die Person, Stephen Hawking, war in der Episode Angriff der Borg Teil 1 aus Star Trek The Next Generation zu sehen, wo er an dem berühmten Pokerturnier zusammen mit Albert Einstein, Sir Isaac Newton und Data teilnahm. Und geboren wurde er am 8. Januar 1942. Die Thronfolgerin ist die 10. Episode der zweiten Staffel von Star Trek The Next Generation und wir sind ja immer noch im 10-Tages-Rhythmus, dadurch haben wir Ende April 2365 für diese Episode. Auf dem Planeten Dalet 4 beginnt ein Krieg. Dieses Ereignis stammt aus der Episode Die Thronfolgerin. Und dort wurde gesagt, dass der Beginn des Krieges vor vielen Jahrhunderten vor der Episode stattfand. Ich hätte jetzt 500 Jahre nehmen können, aber bei vielen Jahrhunderten habe ich den 1000 Jahre genommen. Und damit haben wir etwa April 1365 für dieses Ereignis als Datierung. Die Allasomorphin Salia vom Planeten Dalet 4 wird zu ihrem Schutz nach Klaftia 3 gebracht. Dieses Ereignis stammt ebenfalls aus der Episode Die Thronfolgerin. Und es wurde gesagt, dass sie 16 Jahre vor der Episode, also im April 2349, nach Klaftia 3 gebracht wurde. Und das war's schon wieder. Und heute war wieder eine wichtige Episode für Deep Space Nine dabei. Und zwar die Ikonia-Sonden, denn die Ikonianer und das ikonianische Gateway werden nochmal in Deep Space Nine in der Episode Die Abtrünnigen erwähnt und gezeigt. Und dann gehen jetzt noch Grüße raus, wie immer. Und zwar heute an alle Trekkies mal wieder, die meinen Videos folgen.
Und dann war's das. Und ich sag, lebt lang und in Frieden und tschüss.